Liebe Erstsemester, mein Name ist Marika Schleberger. Ich bin Professorin für Experimentalphysik an der Fakultät für Physik, die den Studiengang Nanoengineering mitgestaltet. Und ich freue mich, dass Sie sich für ein Studium an der UDE entschieden haben und darüber, dass ich Ihnen heute kurz vorstellen kann, was wir in Lehre und Forschung so machen und was davon für Sie von Interesse sein könnte. Wenn Sie Nanoengineering studieren, dann sehen wir uns vermutlich im 5. Semester. Dort halte ich eine Vorlesung über die Eigenschaften und Anwendungen von Nanomaterialien. Das ist eine Veranstaltung, in der ich die Brücke schlage von Grundlagenwissen aus der Festkörperphysik über etablierte Anwendungen hin zu modernsten Technologien und Materialien. Darüber hinaus können Sie bei uns Projektarbeiten und Praktika absolvieren, bei denen Sie neue Techniken erlernen und an die Forschungsarbeiten zu 2D-Materialien in unserer Gruppe herangeführt werden. Außerdem bieten wir natürlich Abschlussarbeiten für Bachelor- und Masterarbeiten an. In meiner Forschung befasse ich mich mit der Physik neuartiger Materialien und mein Spezialgebiet sind die sogenannten 2D- oder zweidimensionalen Materialien. Das sind eigentlich ganz gewöhnliche Stoffe, die sich aber durch ihre Abmessungen auszeichnen. Das sind nämlich nur hauchdünne Lagen dieser Materialien, oft nur eine oder vielleicht zwei, drei Atomlagen. Und dadurch gewinnen diese Materialien ganz neue, bemerkenswerte Eigenschaften. So eine Kohlenstofflage, hier ein Modell aus dem 3D-Drucker, ist etwa 100.000 Mal dünner als ein Haar, wird aber in dieser Form sehr gut elektrisch und thermisch leitfähig, ist optisch transparent, trotzdem biegsam und extrem reißfest. Andere Materialien werden, wenn man sie so dünn herstellt, sehr gute Lichtemitter. Das heißt, man hofft daraus, neue Laser, Lichtelemente, Photovoltaikelemente oder auch Laserdioden herstellen zu können. Wir erforschen hier die Grundlagen dafür und versuchen auch, diese Materialien gezielt zu verändern. Zum Beispiel durch Ionenbeschuss. Das ist eine solche Anlage hier, in der wir das genau versuchen. Um dies zu erreichen, arbeiten wir mit Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt zusammen. Zum Beispiel auch am Teilchenbeschleuniger in Caen in Frankreich. Und das ist auch für Sie von Interesse, denn Sie können dort zum Beispiel Ihre Englischkenntnisse verbessern oder falls Sie mal im Studium ins Ausland möchten, dann bestehen dort bereits entsprechende Kontakte. In meiner Arbeitsgruppe arbeiten neben Physikstudierenden auch viele Studierende aus dem Studiengang Nanoengineering, weil sie hier direkt umsetzen können, was sie im Studium lernen. Sie stellen die Materialien selber her, bauen daraus Feldeffekttransistoren, modifizieren diese und untersuchen sie mit den höchstauflösenden spektroskopischen Methoden oder besonderen Mikroskopen. Die Ergebnisse fließen dann in Veröffentlichungen ein, aber eben auch wieder in die Vorlesungen zurück. Durch die vielseitige Ausbildung und die enge Verknüpfung zwischen Forschung und Lehre finden unsere Studierenden sehr schnell adäquate Jobs, oft auch hier in der Region. Und die meisten Studierenden kommen in unsere Labore schon als studentische Hilfskräfte, etwas, was ich Ihnen auch ans Herz legen möchte. Sie können hier Top-Forschung, Hands-on, wirklich direkt im Labor machen, bekommen auch noch Geld dafür. Wo bekommen Sie das sonst? Ich freue mich, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen an der UDE. Viel Spaß im Studium und ich hoffe, wir sehen uns.